Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zu einer neuen B-Lizenz-Prüfungsfrage. Hier kannst du mal dein eigenes Wissen testen und ich beantworte dir danach die Frage und erkläre dir Hintergrundwissen. Heute geht es um folgende Frage und zwar, welche Dehnmethoden gibt es denn? Ja, A haben wir einmal das statische Dehnen, B haben wir einmal das isotonische Dehnen, C haben wir einmal das aktive Dehnen und D einmal das statische Dehnen. Ja. Das statische Dehnen fällt schon mal raus, ja. Und das isotonische Dehnen gibt es natürlich auch nicht. Das bedeutet, es bleibt aktiv und statisch über. Ich möchte aber in diesem Video noch mal ganz kurz auf alle Dehnmethoden eingehen, damit du einfach noch mal so einen kurzen Überblick hast und auch was noch mit hier mitnehmen kannst und was du noch lernen kannst, ja. Fangen wir an mit dem aktiv-statischen Dehnen. Aktiv-statisches Dehnen bedeutet einfach, es wird eine Dehnung erreicht in dem Zielmuskel durch Anspannen des Antagonisten, also des Gegenspielers. Hier spanne ich sozusagen den Gegenspieler an, den Trapez spanne ich an. Ja, und bringe hier meinen Arm in die Dehnposition der Brustmuskulatur. Ja. Und das Ganze kann ich dann zum Beispiel so 10 bis 60 Sekunden halten. Das ist das statische aktive Dehnen. Dann gibt es noch das aktiv-dynamische Dehnen, wenn wir beim aktiven Dehnen bleiben. Ja. Und beim dynamischen Dehnen heißt es einfach dynamisch, eine Bewegung ist damit dabei. Ja. Und bei der Brustmuskulatur wäre das zum Beispiel diese Bewegung hier. Ja. Das ist das aktiv-dynamische Dehnen. Und durch diese wippenden Bewegungen wird auf jeden Fall immer die Endstellung des Gelenks hier erreicht. Ja. Und das sieht man zum Beispiel auch häufig als Vorbereitung zum Beispiel fürs Training. Gerade beim Bankdrücken, ja, sieht man immer häufig Leute, die eben so ein bisschen sich hier aufdehnen durch aktives Dehnen. Ja. Kann man durchaus vor dem Training ein bisschen machen, um sich einfach so ein bisschen zu aktivieren und ja, um sich vorzubereiten. Dann gibt es natürlich noch das passive Dehnen. Passiv bedeutet, man hat immer einen externen Einfluss. Und erstmal machen wir das passiv-statische Dehnen, genau. Ja, und zwar, wenn man jetzt hier die Brustmuskulatur trainieren möchte, dann nimmt man jetzt hier einfach einen Gegenstand, einen Widerstand, ja, und ich dehne jetzt einfach hier meine Brustmuskulatur. Und die passive Beweglichkeit ist immer höher als die aktive Beweglichkeit, ja. Ich kann natürlich jetzt hier eine viel bessere Endposition erreichen als das aktive Dehnen, ja. Als beim aktiv-statischen Dehnen. Beim aktiv-statischen Dehnen komme ich vielleicht so bis hier, ja, und beim passiven kann ich mich dann wirklich reinlehnen und rumdrehen, ja. Also das zum passiven statischen Dehnen, passiv-dynamisch Dehnen, kann man zum Beispiel hier mit so einem Tube machen, ja. Das sieht man in der Praxis eher seltener. Dann nimmt man sich das Tube hier, ja, und kann zum Beispiel hier solche wippenden Bewegungen machen, wenn da noch ein Widerstand mit dabei ist. Ja, also hier kann ich hier reingehen und dann hier kann ich wippen, ja, und dann wird eben hier eine noch stärkere Gelenkstellung erreicht als beim aktiv-dynamischen Dehnen. So sieht's aus. So, das sind die normalen, klassischen Dehnmethoden. Ich möchte dir aber natürlich auch noch andere Dehnmethoden zeigen, die vielleicht sogar noch ein bisschen effektiver sind. Und zwar gibt es einmal die PNF-Methoden. Die PNF-Methoden, das ist, sind eben Dehnmethoden, die ein bisschen anders funktionieren. Und da haben wir zum Beispiel einmal die CR-Methode, die AC-Methode und dann die CRAC-Methode. Also Contract Relax. Das bedeutet einfach nur, man spannt den Muskel für 6 Sekunden zum Beispiel an. Ja? Also wenn ich jetzt hier stehe, dann drücke ich das Ganze hier ein bisschen in die Richtung hier, damit ich den Brustmuskel anspanne. Ja? 6 Sekunden anspannen. Und danach gehe ich in eine Dehnung rein. Okay? Das ist Contract Relax. Ja? Dann haben wir das Antagonist Contract. Das bedeutet, ich spanne zuerst den Antagonisten an, nehme meine Faust hier hin und spanne jetzt den Trapez an. Das heißt, ich drücke das Ding jetzt hier nach hinten. Ja? Zack, ich drücke es nach hinten, 6 Sekunden halten. Ja? Und dann dehne ich den Muskel, Brustmuskulatur wieder. Ja? Und dann gibt es eben noch das Contract Relax, Antagonist Contract Stretching. Das ist das CRAC. Und da kombiniert man das Ganze einfach. Ja? Mach es mal kurz vor, nur einen Schnelldurchlauf. 6 Sekunden anspannen, dehnen, 6 Sekunden Antagonisten anspannen und dehnen. Ja, dazwischen kurz lockern kann man, ja. Und es heißt eben, dass diese Contract Relax Antagonist Contract Dehnmethode die effektivste Dehnmethode ist. Man weiß allerdings noch nicht genau, warum das so ist. Generell gilt, egal mit welcher Dehnmethode man sich dehnt, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht und immer regelmäßig durchführt, hat man immer Erfolge. Ja, und man geht eben davon aus, dass die CRAC-Methode die effektivste ist, man weiß aber nicht eben warum. Ja, ja, das war's zum Thema Dehnmethoden. In der B-Lizenz-Ausbildung gehen wir eben auch sehr stark auf die Dehnmethoden ein und sehr stark auf das Thema Beweglichkeit ein. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, das man als Fitnesstrainer können muss und drauf haben muss. Wenn du dich für die B-Lizenz interessierst, dann check mal den Link hier ab und dort kannst du dich über die B-Lizenz bei der Karriere als Fitnesstrainer Akademie informieren und check auch mal die anderen Videos ab, die wir schon zu verschiedenen B-Lizenz-Prüfungsfragen gemacht haben. Einmal hier unter mir. Ja, viel Spaß und bis dann. Dein Team Finalzig.